Mahlzeit zusammen und recht herzlich willkommen zurück auf der Hauptfach. Oh, wir sind im Juli angekommen. Wir werden mal kurz hier ein bisschen noch die Tierversorgung und dann geht's los ab zum Sägewerk. Wir müssen unser Dings, wir müssen unsere Holzkohle verkaufen. Warten, ein guter Zeitpunkt und ja, die ganzen Gärtner und so, die ganzen Grillmeister schreien schon nach Holzkohle. Ja, komm, fall ab. So. Mal den auch gleich hier zur Seite stellen. Den John Deere, den habe ich hier schon geparkt mit Anhänger. So, Anhänger ist dann genau. Ich muss bloß ein bisschen verfahren. Oh, jetzt müsste aber gehen. Oh, Felder sind alle gespritzt. Das haben wir alles erledigt. Ich weiter um ein bisschen um die Tiere noch gekümmert, dass die immer schön versorgt sind. So, und schau mal, der Preis müsste jetzt eigentlich der höchste sein, also ist jetzt wohl auch die richtige Zeit. Das sind da alle. Thomas gab mit den FPS nicht. Wir sehen uns gleich wieder. So. Jetzt bin ich wieder zurück. Und die FPS stimmt jetzt wieder. Jetzt können wir hier weiter die Holzkohle verladen. Also ein bisschen was ist zusammengekommen, ja, wenn man jetzt mal guckt. Wie viel wir drauf bekommen. Ich glaube 22 waren es, glaube ich. Mal gucken, ich habe eigentlich mitgezählt, wie viel ich jetzt hier zu stehen habe. Ich habe mich nur mal vor, dass die Produktion wirklich so die laufen muss. Dann lassen wir einfach ein bisschen noch lassen wir noch ein bisschen fürs Jahresende da, weil ich habe gesehen, also zum was waren das? Das war glaube ich irgendwie zum Ende Herbst oder so. Da geht der Preis auch noch mal hoch. Hab ich mir auch dazu, warum nicht? Also können Sie ja schon mal fürs nächste Jahr Sommer den Frühling Sommer zum Angrillen können Sie ja schon mal im Voraus kaufen. Schon noch zweiter, ich glaube 22 Stück waren es, glaube ich. Ich kriege mir jetzt die auch zusammen. Ich lasse mich mal überraschen. Was haben wir da hinten? Haben wir glaube ich noch 4. Oh. Ich glaube, wir müssen 2 stehen bleiben hinten.
Ja. Wie oft ich wohl noch jeden in den Rahmen mitnehmen werde? So, machen wir hier vorne mal das Torf, nehmen wir mal hier mal ein paar aus. Sollen wir wieder ein bisschen Platz machen da. So, zwei noch. Na komm, hab dich nicht so. Oh. War noch im Rahmen. Hat noch gepasst. So. Oh, nee, hoch. Nicht weit, sondern hoch. So, das nenne ich mal voll. Jetzt muss man ganz kurz gucken. Jetzt sind jetzt 22. Tausend 8800 sein, wenn ich jetzt richtig liege. So, warte erstmal hier. Oh. Einmal Edel zu. Antwort bringt nicht viel. Also ich hoffe, Sie sind alle sicher. So, auf geht's nach Otterbach. Müssten wir ja eigentlich jetzt in dem Video noch schaffen einmal. Ich denke mal, ich werde auf jeden Fall noch die zweite Tour fahren. Werde doch alles verkaufen. Also ja, dementsprechend wie jetzt wie hoch der Verkauf jetzt ist. Wenn da einiges an Masse zusammenkommt, dann werde ich glaube ich noch mal fahren. Erstmal die Hoffnung jetzt, dass wir auch da heil ankommen, ne? Mit unserer ganzen Ware hinten drauf. Wie dazu? Augen geradeaus. Der richtige Hügel, der kommt ja jetzt erst hier noch. So, das war der kleine Vorgeschmack und jetzt müsste der große kommen. Doch hoffentlich schaffen, oder? Komm, kleiner Johnny. Ah, das sah gut aus. Ja, Reifeisen in Otterbach ist jetzt die einzige Verkaufsstelle für Holzkohle.
Wenn das Wetter so schön bleibt hier in Opfach, dann machen die sehr viel Gewinn. So, ist nicht viel los, oder? Schön ruhig hier die Gegend. Da macht 2 Kilometer, ja. Aber hier kommen wir auch schnell voran. Mensch. Ich will gerade mal ein Bild angucken von der Biogasanlage. Und nicht mal das hier erlaubt. Man ganz schnell ab von der Straße. Mal gucken, wie lange die Ernte auf sich warten lässt. Ist ein bisschen nach vorne gerutscht oder? Nö. Liegt nur so komisch auf. Ja, 70, 50. Komme ich nicht mal hin. Ich komme auf 43. Gut, bei den Kurven. War ganz schön ruhig auf den Straßen, ja. Müssen wir nicht mal hier eigentlich auch mal. Also langsam, langsam müssen wir ankommen. Aber bei solchen großen Karten kriegt man natürlich so schnell mal eine Folge zusammen. Eine Fahrt zum Verkauf und das war's dann schon. Auch ein Grund, warum ich eigentlich Autodrive benutze, aber da eh jetzt gerade nicht so viel zu tun ist, können wir ja ruhig mal hier ein bisschen durch die Gegend pendeln und ein bisschen Geld verdienen. Und ich hoffe, es bleibt nicht beim bisschen. So, da kommen wir in Otterbach rein. Hier schöner Schafhof. Ach, doch mal ein Auto, Mensch. Bei der Metzgerei waren wir vor kurzem erst unser Lamm verkaufen. Ja, Otterbach, da ist schon gibt hier Geld für uns. So, nee, hier noch nicht, die nächste erst. Hier müssen wir rein. Einmal links, rechts, geradeaus. Jetzt muss ich doch nochmal unsere Hilfe einschalten, weil ich muss jetzt mal gucken, Markierung genau. Da möchte ich nicht, hinten auch nicht, da auch nicht, ich möchte oben drauf.
So, machen wir die Seiten runter. Ah, ich hab's gewusst. Ne? Und? Oh, ordentlich. Ordentlich, sag ich da. Ja, da werde ich auf jeden Fall den Rest doch noch verkaufen. Werde ich nicht bis zum Winter, Herbst warten. Na, die kleine Portion? Genau. So. Jetzt werden wir auf jeden Fall welchen Angriff nehmen. So, einmal zurück zum raus. Zum Holzwerk. Sägewerk Schuh, genau. Kannst du einmal losheizen. Und ja, sind am Ende. Ich auf jeden Fall Dankeschön fürs Reinschalten. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und reingehauen und abgeklatscht, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.